Herzlich willkommen bei Franchise Direkt. Mein Name ist Sonja Dominikowski. Ich spreche heute mit Ulrike Förster, Franchise-Nehmerin von Freshnails in Hannover. Guten Tag, Frau Förster. Guten Tag. Frau Förster, wie lange sind Sie jetzt Franchise-Partnerin von Freshnails? Seit Mai 2008. Und worin bestehen Ihre täglichen Aufgaben? Im Wesentlichen im Moment Shop-Organisation, Einsatzpläne erstellen für meine Mitarbeiter, Maniküre, Pediküre und wachsen lassen. Was gefällt Ihnen an Ihrer jetzigen Tätigkeit am besten? Die Arbeit mit einem super motivierten Team und die Behandlung an den Menschen. Was war denn bei der Unternehmensgründung die größte Herausforderung für Sie? Bis auf einige Ausnahmen habe ich viele Jahre als Hauptberufsmutter ausgeübt und bin dann von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit gegangen. Und das war die größte Herausforderung. Standen Sie bei dieser Unternehmensgründung schon mal vor Problemen, bei deren Lösung Ihnen die Franchise-Zentrale von Freshnails geholfen hat? Probleme kann man eigentlich nicht sagen. Für mich war das Problem, geeignete Mitarbeiter zu finden, weil es da viel Nagelstudios gibt, die mich nie zufriedengestellt haben. Was hat Sie denn im Vorfeld Ihrer Unternehmensgründung davon überzeugt, dass Freshnails dann der richtige Partner für Sie ist? Einmal, dass die Zentrale sehr hohe Ansprüche stellt, was die Schulungen anbelangt. Dann hat mich dieses klare Store-Konzept und Store-Design überzeugt und nach den ersten Kontakten ja auch die Personen, die dahinter stehen. Wie gestaltet sich jetzt der Kontakt zur Franchise-Zentrale? Fühlen Sie sich dort gut betreut? Ich fühle mich da sehr gut betreut. Bei Bedarf kann ich täglichen Kontakt haben. Wenn alles im grünen Bereich ist, werden die Besuche intervallartig, regelmäßig oder unregelmäßig stattfinden hier bei mir im Store, sodass ich auch Fragen direkt an meinen Betreuer stellen kann. Super. Haben Sie auch Kontakt mit anderen Franchise-Nehmern oder andere Möglichkeiten, um sich mit anderen Franchise-Nehmern auszutauschen? Ja, durch meine kurze Dazugehörigkeit war ich jetzt noch nicht bei den Partnertreffen dabei, habe aber vor, das nächste Mal daran teilzunehmen und hatte jetzt Kontakt zu einer neuen Franchise-Partnerin in Osnabrück, wodurch sich auch so ein kleiner freundschaftlicher Kontakt schon aufgebaut hat. Wir werden mit Sicherheit regelmäßig Kontakt halten, ja. Frau Förster, was haben Sie denn vorher beruflich gemacht? Ich bin Krankenschwester gewesen im mittleren Pflegemanagement. Und welche Erfahrungen oder welche Kenntnisse aus diesem Beruf haben Ihnen jetzt geholfen bei Ihrer Unternehmensgründung? Im Wesentlichen Mitarbeiterführung, die Organisation von Stationsabläufen und am allermeisten, glaube ich, Lebenserfahrung. Was für Persönlichkeiten sind Ihrer Meinung nach am besten geeignet für eine Franchise-Partnerschaft? Ich denke, Personen, die eine hohe Flexibilität aufweisen können und eine Eigenständigkeit und Organisationstalent auch mitbringen, sowohl im Beruf oder auch in der Familie. Das erfordert auch sehr viel Organisationstalent, denke ich. Wodurch bekommen Sie im Beruf die meiste Bestätigung? Durch lachende und zufriedene Kunden. Würden Sie den Franchisegeber Freshnails weiterempfehlen? Absolut. Frau Förster, vielen Dank für das Gespräch. Das habe ich sehr gerne getan. Wenn Sie sich für eine Lizenz dieses Franchisegebers interessieren, besuchen Sie uns unter www.franchisedirekt.com.